Der zweite Tag, der sich anfühlt wie irgendwie der 25. Und ganz besonders deutlich, finde ich, sieht man das an Sabine, weil die sieht nämlich ganz besonders fertig aus. Das schauen wir uns jetzt mal an. Wenn sie mal ihren Sichtschutz wegnehmen würde. Frau Zillert, was sagen Sie dazu? Ich finde Puff-Poeten und Marketingmanagern von Europas größtem Modell scheiße. Ich kann ihn nicht leiden und er ist ein widerliches Arschloch und ich persönlich bin gegen eine Bordellgesellschaft. Alles klar. So, siehst du? Ah ja, das haben wir gestern schon gesehen. Ja, wirft einen neuen Blickwinkel auf was auch immer und ist in meinem Bücherregal wirklich, wird es schon vermisst. Dieses Buch hochwissenschaftlich, überhaupt nicht. In der Tat. Aufgemacht. Ist vom berühmten Puffpoeten Herr Werner Krieger verfasst, der wunderschön, völlig objektiv Berichte verfasst. Ja, das ist mein persönlicher Lieblingsaussteller der Buchmesse 2007. Er macht da auch total subjektive Fotos rein. Ja, das sind nämlich die armen Frauen, die sind die Müllfrauen der Nation, welchen das Ejakulat der desorientierten Gesellschaft zugemutet werden. Und er ist der Marketingmanager dieser armen Frauen. Ja. Dieses Buch wird der Knitter der Buchmesse. Ich verspreche, das kommt demnächst auf die Spiegel-Bestsellerliste unter Sachbuch. Na, Becher, was sagst du dazu? Hm? Sabine hat dich heute so gut als Abreaktion benutzt. Auch als zur Wasserversorgung, die ja sehr notwendig war. Er kann nicht sprechen. Sag doch mal was, Becher. Hm? Ja, Recher mit dem Becher. Ein letztes Statement zur Buchmesse. Mir tun die Füße weh. Mir tun diese Stinkefüße, weh. Ich habe das Schlusswort. Ich nehme die Position von mir an der Seite. Ja. Sehe ich auch so komisch aus, wenn ich in die Kamera schiebe? Statement zur Buchmesse. Ja, viele interessante und nette Leute, viele interessante und total nette Bücher, viele interessante und total nette Stunden auf total netten und freundlichen, schmerzenden Füßen. Aber immer nur sicher interessante Verpackungstechniken. Man lernt total viele neue interessante Dinge. Zum Beispiel, wo lasse ich meinen Kinderwagen stehen? Um das schreiende Kind, das nicht im Kinderwagen ist, zu beruhigen. Klaue ich eventuell noch Bücher, die irgendwo herumliegen, weil ich glaube, dass sie keiner bewacht. Naja, interessante Dinge. Buchmessenbesucher gehen jetzt nach Hause. Wir nämlich auch gehen jetzt nach Hause. Wir sind endlich draußen! Und schon sieht Sabine viel besser aus. Aber vielleicht machst du auch das Licht. Und die Bücher hören niemals auf. Ja. Die häufigst gestellte Frage auf der Buchmesse. Entschuldigen Sie, wo geht's denn hier zur Halle 4? Dim, 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 dim. Das ist ja... Ich weiß da wirklich überhaupt nicht, wo es hier lang geht. Also vielleicht können Sie mir da weiterhelfen. Die Rolltreppe runter, dann einmal rechts, einmal links. Haben wir das Thema noch vom letzten Jahr. Wir sind nämlich hier nicht auf dem neuesten Stand, wie es aussieht. Vorletztes Jahr sogar, oder? Oh, die sind. Letztes Jahr war doch Indien. Stimmt. Und guck mal, aber da sind sie halt zu weit. So 2008. Mhm. Ja. Und hier haben wir nämlich dieses Jahr den Ehrenesel.